Frenkel Fortset. Heute. Let's play Citybus Simulator 2 München. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Citybus Simulator 2 München. Ich bin hier gerade wieder unterwegs und versuche hier eine Tour einigermaßen unfallfrei und vernünftig zu Ende zu bringen. Es läuft momentan ganz gut. So, da haben wir eine Haltestelle. Da ist auch eine Ampel noch, da müssen wir aufpassen, ne? Da dürfen wir nicht bei Rot durch. So, wo ist jetzt hier diese scheiß Haltestelle? Da vorne, ja, natürlich. Frenkel, du bist ja wieder mal blind. Ich fahre einen Gelenkbus, ja? Das muss man auch mal dazu sagen hier ab und zu. Gelenkbus ist nicht so einfach. Ah, da, guck. Und Vollhaus haben wir hier, Vollhaus, alles voll. Der will noch rein, oder was? Offensichtlich nicht, also machen wir wieder zu und hauen ab. Ja, ja, ist gut, komm, halt die Klappe. Ich weiß nicht, was dieses Geräusch bedeutet. Das ist bestimmt nichts Gutes. Keine Ahnung, dass ich die... Ja, dass ich vielleicht die Kupplung irgendwie zu sehr quäle. Halt, nee, das ist ja eine Automatik. Naja, dann egal. So, jetzt müssen wir aufpassen hier. Irgendwie so ein bisschen rechts halten. Und trotzdem nicht ganz rechts halten, oder doch? Ich glaube, ich muss rechts abbiegen da vorne, oder? Nee, ich muss weiter nach rechts rüber. Ich muss aber nicht abbiegen. Das heißt, ich muss hier auf dieser Spur bleiben. Mensch, ey. Merkt ihr was? Ich bin... Uah. Huiuiui, das war knapp. So, gucken wir uns mal ein bisschen den Verkehr an. Da vorne ist wieder ein dicker Brummi. Und weiter geht's. So. Moment, war das jetzt hier die Pinakothek oder bin ich da schon vorbei? Habe ich vergessen. Wir halten hier einfach mal wieder ganz fachmännisch an. Stopp! Nicht so weit! Ja, ja, Dummerchen, ne? Du bist doch gar nicht blond. Du brauchst nicht klopfen, wenn die Tür auf ist. Türen zu. Und hip hip hurra, weiter geht's. So, da ist wieder Parken. Da müssen wir aufpassen, da könnte man ewig warten, bis die wegfahren. Die fahren nämlich nicht weg, die parken. Oh, wow, wow, orange, orange. Und hier müssen wir dann wieder rechts, weil da die Baustelle ist oder was? Keine Ahnung. Ich muss jedenfalls hier rechts abbiegen. Sagt mir der Navi. Hallo? Willst du vielleicht dich hinsetzen, du Arsch? Und wenn ich deinen haarigen Popo da in die Seite drücken, du Penner? Also echt, hey. Keine Erziehung genossen. So, jetzt fahren wir da mal durch hier. Ah ne, so weit kann man gar nicht durchfahren. Der Wahnsinn, oder? Es läuft! Ich stehe ein bisschen schräg, aber drauf geschissen. Mann, wie lang ist das dann, der hier immer rot, ey? Das ist doch zum Kotzen. Weiter! Ich muss wieder ein bisschen ausholen hier beim Rechtsabbiegen. Dass ich nicht mit meinem Gelenk hängen bleibe. Verzeihung. Entschuldigung. Ich weiß, ich habe ein bisschen viel Luft geschluckt, glaube ich, beim Rumschreien. Das musste jetzt gerade wieder raus. Na endlich, ey. Hühnerdreck. So, die versuchen sich jetzt gerade umzubringen, indem sie sich vor meinen Bus werfen. Aber das habe ich gesehen. Und das ist wohl Niko Bellic, oder? Der mit der Lederjacke, der da rechts neben mir steht. Kennt doch Niko Bellic, oder? Oh, oh, ich muss anhalten. Ich muss anhalten. Ich muss hier an die Bushaltestelle anhalten. Vielleicht geht dann Niko Bellic auch raus, endlich. Das stinkt nach Schweinslederjacke, ey. Raus! Zack, zack, raus, du Penner! Okay. Will nicht. Naja. So. Jetzt hat... Der Wahnsinn. Ich muss jetzt hier anhalten, ne? Wo muss ich denn jetzt anhalten? Ein Stückchen weiter vorne noch. Bei der U-Bahn. Oh, da steht Großbus. Der meint mich, glaube ich. Ich glaube, die meinen mich. Mensch, ich bin so gut mittlerweile hier in dem Bus. Das ist ja unglaublich. Ich kann sogar fahren und während der Fahrt Türen aufmachen. So, wieder zu. Und, ich muss jetzt hier... Als Bus darf ich da rumfahren, oder was? Nee, ich muss da rüber.
Ich muss mich hier wieder reindrängeln. Jetzt wird's schwierig. Da ist nämlich rot, sehe ich gerade. Und ich muss jetzt hier ein bisschen über rechts so ein bisschen ausholen, glaube ich, um dann auch wieder da reinzukommen. Sonst passiert mir wieder so ein scheiß Unglück wie ganz am Anfang der Tour. Und das wollen wir doch nicht. Nein, 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 das wollen wir nicht. Auch wenn ihr euch dann den Wolf lachen könnt. So, schauen wir mal. Vielleicht kann man unter den Rock gucken oder so. Ah. Naja. Oder? Na, ja, ja, ja. Nein, man kann die Muschi nicht sehen. Schade. Ich meine die Katze, die sie dabei hat. Die ist ja gerade zum Tierheim unterwegs. So, ihr seht, ich stehe etwas schräg. Das macht aber nichts. Ich muss ja hier abbiegen und ich muss jetzt erstmal ein bisschen ausholen. Sonst komme ich da nie und nimmer mehr rum. So. Sollen wir mal nicht sagen, dass der Frenkel nicht dazugelernt hätte, ja? Sieht doch ganz gut aus, oder? Naja, anscheinend doch nicht. Ich hänge schon wieder. Oh, ich bin so gut, ey! Ich bin so gut in einem Zug! So, da vorne den Kollegen, den können wir gleich mal überholen. Was ist denn da los? Hallo? Brennt's oder was? Das ist ja unglaublich, ey. Da muss ich ja gerade an die Feuerwehrsimulatoren denken. Das will ich jetzt wissen. Das ist mir jetzt scheißegal, ob ich da jetzt... nein, ich muss mich nochmal hinsetzen. Ich muss erst die Tür aufmachen. Ich will mir das mal angucken, was das da ist hier. Mal ganz kurz. Aha! Ich glaube, der Reifen brennt. Oder der Bus brennt. Ich habe keine Ahnung. Das ist jedenfalls nicht normal. So, ich muss wieder rein hier. Mit meinem kurzen Ärmel. Hemd mitten im Winter. So, jetzt fahren wir weiter. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen Zeit verloren. Aber ehrlich gesagt, das war es mir wert. Ich wollte wissen, was da los war. Also, Kumpel, dein Bus brennt. Du wirst gleich explodieren. So. Wie weit sind wir denn? Ach, da ist noch eine Baustelle. Oh je, oh je. Naja. So, da ist wieder eine Haltestelle. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. So, anhalten. Alle Türen auf. Schauen wir mal, ob jemand aussteigt überhaupt. Ich bin mittlerweile so ein guter Busfahrer, dass keiner mehr aussteigen will. Merkt ihr das? Wollen alle nur einsteigen. Keiner will aussteigen. Hat sich rumgesprochen. Ha! So, ist grün, ja. Okay, schnell. Ja, die Türen sind noch geöffnet. Ich mach doch schon zu. Fahr! Welche Tür ist denn noch offen? Eben. Gar keine mehr. Oh, ich muss rechts abbiegen. Dann holen wir auch gerade noch mal ein bisschen aus hier gleich. So, jetzt haben wir wieder eine längere Rotphase, fürchte ich. Niko Bellic steht immer noch hier. Jetzt will ich mal angucken, ob das Niko Bellic ist. Das könnte echt sein, ey. Niko Bellic aus GTA 4. Leider kann ich ihn hier nicht treten oder schlagen. Das ist etwas schade. Ich konnte ihn nicht leiden, den Niko Bellic. Das war ein komischer Charakter, finde ich. So, jetzt hat die Grafik wieder umgeschalten, was auch immer. Ich könnte auch mal blinken, oder? Ich blink einfach mal jetzt hier rechts. Mann, bin ich gut. Jetzt muss nur noch grün werden. Ich habe auch noch irgendwie keine Zeitstrafe gekriegt. Ey, wie habe ich das denn gemacht? Habt ihr gesehen, hat sich jemand weggebeamt wieder? Fupp, hat's gemacht. Und dann hat Scotty aus der Enterprise, der bekanntlich hier irgendwo im Orbit schwirrt, hochgebeamt. Haben wir's jetzt mal. So, rechts rum. Nächste Haltestelle, Königinstraße. So, Freunde der Nacht. Jetzt sage ich euch was. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ihr seht, ich kann's. Ich muss nichts mehr beweisen hier, ja? Es ist mir aber viel zu weit und jetzt werde ich einfach mal versuchen, möglichst schnell zur Endhaltestelle zu kommen. Und ich scheiß auf Ampeln. Ich sag's euch, ich fahre da jetzt einfach durch. Und dann ist Feierabend mit dem Citybus Simulator München. Dann habe ich nämlich keinen Bock mehr. So, jetzt muss ich was machen? Ein bisschen da nach rechts rüber. Oh, scheiße, da ist eine Ampel. Halt, 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 halt. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder da zu dieser Straßenbahn-Dingsbums. Ich halte jetzt nicht mehr an, ich habe keine Lust mehr. Ich halte nur an, wenn rot ist. Naja. Vielleicht bin ich ja doch noch motiviert. Mal gucken. Also, da muss ich jetzt irgendwie so diesen Knicke hier irgendwie reinfahren, ne? Wo ist jetzt hier eine Haltestelle? Nochmal, bitte.
Da. Ja. Anhalten und alles aufmachen, gucken. Steigt jemand aus? Ah, tatsächlich, da ist eine Schnalle ausgestiegen. Macht aber nichts, wir müssen weiter. Ich kann hier nicht ewig warten. Das geht nicht, Junge. Das geht nicht. So. Jetzt fahren wir mal ein bisschen Vollgas hier. Mal schauen, was der so drauf hat, der Bus. Mir dünkt allerdings, da vorne ist schon wieder eine kleine Ampel aufgebaut. So, dass es wohl besser ist, dann doch zu bremsen. Hurra! Also, okay. Ihr habt mich überzeugt, ich fahre diese Scheißtour jetzt zu Ende. Drauf gepfiffen, ob ich das jetzt noch mache oder nicht. Oh Gott. Ich habe gerade die Hälfte. Ich habe gerade die Hälfte und ich bin jetzt auch zu spät dran, sehe ich schon. Rechts. Uiuiui. Rechts habe ich jetzt plus 2 Minuten, deswegen lasse ich die Stelle jetzt mal aus hier, die Haltestelle, und die Zeit wieder einzuholen. Was machst du denn hier? Ja, genau. Abbiegen. So will ich das sehen. Das ging ja gerade nochmal gut, ey. Mann, Mann, Mann. So, jetzt gucken wir mal. Suchen wir uns mal eine Frau raus, oder? Boah, ist ja ein Gedränge, ey. Heiß was los? Und das sind alles wieder Hologramme. Mann, 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 ey. Tja, Wagen hält. Ach so, jetzt weiß ich, was dieses Map offensichtlich ist. Das ist, wenn ein Fahrgast gedrückt hat, dass er anhalten soll. Ja, und ihr seht ja hier nach wie vor hier, plus 2. Das heißt, ich bin verspätet. Was wiederum heißt, ich werde jetzt nochmal so eine Haltestelle auslassen. Und grün könnte es jetzt da mal werden, langsam hier. Verflucht nochmal. Los, werd grün. Toll. Die Fußgänger haben schon grün und ich habe keins. Was ist das für ein Mist hier? Da stimmt doch was nicht. Ah. So, jetzt. Ich werde mich nie daran gewöhnen, dass ich keine Arme habe, keine Beine, gar nichts, ja. Dass ich hier irgendwie wie ein Geist Nachricht von Sam hier rumschwirre. Jetzt habe ich schon 3 Minuten Verspätung. Das ist hier wieder eine blöde Baustelle. Ich hätte eigentlich auch... Haltestelle, Friedensengel, Villa Stuck. Ja, ja, das kennen wir, den Friedensengel. Ja, ich hätte eigentlich genauso gut hier anhalten können, weil ist eh rot. Ja. Schaut, ob das auch so geht. Bleib ich einfach hier stehen. Machen wir die Türen schnell wieder zu und dann schauen wir mal, ob wir durchkommen. Fahr zu, du Arschloch! Ihr Wichser, ihr Blöden! Hallo! Mann! Was für ein Scheißdreck hier. Scheiß Baustellen-Kackdreck aus der Hölle. Oh, ein schöner Weihnachtsbaum. Und der Friedensengel. Hurra, hurra. Da war ich auch schon. Hier käme ich aus. So, jetzt muss ich hier rumfahren. Und zwar möglichst ohne anzuecken hier mit meinem lustigen Gelenkbus. Es läuft, Freunde. Es läuft. Oh. Das war etwas riskant, weil ich... Ich spiele ja nach wie vor mit Tastatur und das ist dann doch ein bisschen knifflig manchmal. Aber ihr habt es gesehen, ich habe es meisterhaft erledigt. Oh. Huiuiui, das war knapp. Fahr zu! Scheiß Kerl. Ja, jetzt. Wie? Links blinken, rechts abbiegen. Also wenn da keine Frau am Steuer ist, dann weiß ich nicht mehr. So, da ist wieder eine Ampel, das heißt, es ist Gefahr. Macht aber nichts. So, wie liegt man in der Zeit? Immer noch Verspätung? Ja, dann müssen wir diese Haltestelle leider auch auslassen. Und weiterfahren. Jo. Der Prinzregentenplatz, jawohl, ja. Diese Schnarchzapfen hier, ey, die kann ich alle locker überholen. Den nehmen wir auch noch mit, komm. Ah, naja. Vielleicht rechts vorbei. Ist vielleicht in dem Moment schlauer. Seht ihr das, wie ich fahre? Wie Gott. Ich fahre wie Gott. Wenn Gott Bus fahren könnte. Das kann er nämlich nicht mal. So, jetzt warte mal. Hier soll eine Haltestelle sein. Wir sind immer noch verspätet. Das tut mir leid. Die muss ich auch noch auslassen.
So, was, wo muss ich jetzt lang? Was? Wo? Wie? Hab ich nicht gesehen! Ach komm! Nächste Haltestelle, Grillparzer Straße. Ich weiß nicht. Habe ich nicht aufgepasst. Egal, komm. Ich muss jetzt da wahrscheinlich rechts rein, ne? Ja. Wird schon stimmen. Vorsicht, rote Ampel! Tja, Mai. Jetzt können wir weiterfahren hier. Und uns ein bisschen vordrängeln wieder. Ich bin wieder eine Minute verspätet, also ich weiß nicht, wie ich das noch einholen soll. Kann ich hier überholen? Oh! Du blöder Pisspenner! Den schieben wir mal kurz auf Seite. Das ist ja kein Problem. Das wird ja auch nicht bestraft bei dem Spiel. Mann, 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 die Sichtweite ist echt unter aller Kanone da vorne. So, das wäre noch eine Haltestelle, die ich... ach, die lassen wir mal aus Versehen auch noch aus. Dann sind wir wieder zeitmäßig wieder voll im Soll. Haltestelle, Heidenauplatz. Der Heidenauplatz, der hat Glück. Den werden wir jetzt wohl ansteuern, glaube ich. So. Was geht ab hier, verflucht nochmal. Da halte ich mich jetzt mal an die Eisenbahnschienen, die Straßenbahnschienen, glaube ich. Wenn der Kollege schon da fährt, wird das wohl richtig sein. Aber er fährt mir zu langsam, muss ich gestehen. So, da, das ist eine Busampel. Jawohl! Sofort erkannt. Und jetzt können wir mal wieder anhalten. Obwohl, ich bin immer noch eine Minute verspätet. Also, dann fahren wir da auch vorbei. Drauf geschissen. Sollen sie sich beschweren. Ich kann nichts dafür. Ich bin echt gut gefahren. Wenn ich das mal so sagen darf. Hoppla! 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 Was ist denn jetzt los? Huiuiui! Das war jetzt gerade etwas chaotisch. Aber jetzt haben wir es gleich. So, das ist doch keine Ampel, oder? Nee, ich habe Vorfahrt. Ich habe Vorfahrt! Blödmänner, ey. So, jetzt bin ich zu früh dran. Das heißt, jetzt kann ich mal anhalten. Bei der nächsten Haltestelle. Ja, der biegt mir erstmal wieder zu langsam ab. Da können wir mal locker wieder dran vorbei. Und jetzt, oh, da ist ja die Endhaltestelle schon. Ich werde narrisch. Ich bin so gut, ich blink gleich mal links. Ja, Freunde da draußen, dann ist nicht Feierabend, dann mag ich nimmer. Ende Gelände. Okay, ich hätte anscheinend auch auf die ganz linke Spur gemusst. Ah, Kollege, Kollege, Kollege. Ey, so nicht, Freundchen. So nicht, mein lieber Herr. Oh Gott, ich hänge. Kurz vorm Ziel. Naja. Das Auto da, das löst sich jetzt gleich auf. Und dann kann ich weiterfahren. Richtig! Scheißdreck! Geh weg! Geht weg! Ich muss da rüber! Warum kann ich denn jetzt nicht links fahren? Ist doch kacke! So, jetzt passt's wieder. Und, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und wenn ich mich richtig reingehängt hätte, hätte ich es wahrscheinlich sogar ohne Fehler geschafft. Aber am Schluss hatte ich keine Lust mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. So. Also. Jetzt gucken wir mal. Ich muss jetzt vielleicht noch irgendwie Ansage machen, dass hier Endstation ist. Huch. Was soll das denn heißen? Leck mich am Arsch. Sprechwunsch. Kann ich jetzt irgendwo sagen, dass Feierabend ist? Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, ja, toll. Jetzt willst du mir erzählen, das Spiel, dass ich es nicht geschafft habe. Leck mich! So, Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Warum auch immer. Falls ja, wäre es toll, wenn ihr mir ein Like da lasst. Es war wirklich die Hölle für mich. Also bitte, Mitleid. Bitte. Ein Like. Danke. Ich sag ciao, ciao. Bei irgendeinem anderen Let's Play. Bis dahin. Ciao. Weg bin ich. Kein Bock mehr. Schnauze voll.